Der Wind und das Eis haben zwar lange zackige Risse in den Mauern entstehen lassen, aber die Türen fühlen sich so robust und kalt wie ein Gletscher an. Vergoldete Tafeln sind in den Säulen an den Türen angebracht. Die meisten zeigen Szenen aus dem täglichen Leben. Zwerge, die Tunnel behauen, Minenloren schieben oder an langen Tischen Tafeln. Ein Bild auf Augenhöhe sticht jedoch heraus. Es ist ein Relief, das eine Mauer mit Zinnen zeigt und darüber eine Vertiefung in Form von einem Amboss. Gegen die Tür drücken. Obwohl du all deine Kraft einsetzt, bewegt sie sich nicht. Das Relief untersuchen. Als du näher hinsiehst, erkennst du, dass die ambossförmige Vertiefung seltsam stumpf und glatt ist, als wäre sie den Elementen noch nicht lange ausgesetzt gewesen. Der Tiefe der Einkerbung nach zu urteilen, scheint es sich um einen Sockel für eine Kachel oder ein Relief zu handeln. Außerdem siehst du, dass neben dem Ambosssockel mit der Zeit Rillen entstanden sind. Die Amboss-Kacheln in das Relief einsetzen. Die ambossförmige Kachel passt perfekt in die Vertiefung. Du spürst ein warmes Brummen in deinen Fingerspitzen, als du sie einsetzt. Gut, da haben wir schon mal die Kachel eingesetzt, bevor die Kälte die Vertiefung zufriert und wir sie nicht mehr einsetzen können. Ich meine, so schnell wird wahrscheinlich kein anderes Team kommen und hier versuchen einzudringen und die Kacheln wieder klauen. Nice and quiet. So, ein paar Beeren. Und hier in der Ecke ist sonst nichts mehr. Und das war's dann hier. Rotwald und Stalwart. Galvinus Hütte. Höhle, Karawane. Das heißt, wir gehen hier unten hin. Margrins Fire casts Das wollte ich light nie. in dark places. Ich verklicke mich gerade total. So. Zurück nach Stalwart. Gefolgsmann-Zeittag. Okay, das ist in Ordnung. Ich suche immer noch jemanden, der sich um die gefährlichen Kerle in der Gegend kümmert. Metzala von der Schwesternschaft des gelöschten Schädels ist tot. Er grinst Ironie des Schicksals, was? Sie rennt herum und tötet für Beraf Leute und am Ende passiert genau das Gleiche. Hier ist das Kopfgeld. Er überreicht ihr einen klimpernden Geldsack. Ich habe neue Berichte über gefährliche Kerle gehört. Vielleicht möchtest du auch sie jagen. Ja, ich habe Interesse an den neuen Kopfgeldaufträgen, die du erwähnt hast. Ah, die Jünger der echten Flamme und die Alt-Dünnrot-Jagdgesellschaft. Dunröd. Er schüttelt den Kopf. Die Aufträge davor waren im Vergleich dazu zahme Lämmer. Erzähl mir mehr von den Jüngern der echten Flamme. Er kratzt sich im Genick. Ich wusste nicht, was ich von dieser Bande halten sollte. Aber anscheinend handelt es sich um einen Drachenkult. Er hebt die Hände. Ich weiß, es klingt bizarr. Ich habe es selbst nicht geglaubt, bis ich gehört habe, dass sie einen Außenposten nördlich von Maidenfall niedergebrannt haben.
Um ein Nest von Lindwürmern auszuräuchern, sagten sie. Soweit ich weiß, haben sie ihre Lage in der Nähe der Langsichtfelder aufgeschlagen. Sie dürften nicht schwer zu finden sein. Was ist die Altunröd-Jagdgesellschaft? Er schüttelt den Kopf. Edira mit zu viel Zeit und Geld. Sie reisen umher und jagen aus Langeweile Monster. Aber sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und aus zerstörtem Eigentum und Leichen. Gestandene, meine ich. Sie wurden in Trutzbuch, Neuheoma und ein Dutzend anderen Städten dazwischen wegen Mord und allgemeiner Unruhestiftung angeklagt. Jemand hat sie im Rotwald jagen sehen. Vielleicht suchst du sie also dort nach ihnen. Sprechen wir über was anderes. Was willst du wissen? Weggehen. Metzler, Kopfgeld ist abgeschlossen. Neue Aufgabe, Kopfgeld, Jünger der echten Drachen. Me and Sledge are thinking about heading down, joining a caravan over to Dawning. Dawning? What for? You like your ogres bigger? We'd have work at least, and I'm damn sick of fish. Snake und ich überlegen, ob wir weggehen und seine Karawane nach Dunwig anschließen. Dunwig, warum das denn? Sind euch die Ogre hier zu klein? Zumindest hätten wir Arbeit und ich kann keinen Fisch mehr sehen. Können wir mit den beiden reden? Okay, mal gucken. Ist gerade niemand in der Fischerei? Das wäre ja praktisch. Es ist gerade niemand in der Fischerei. Quietly now. Ist da sein Zwef versteckt? Adas Armkette. Diese Armkette besteht aus vielen kleinen Perlen und wird von einer briganten Schließer aus Silber zusammengehalten. Die Perlen stehen zusammen das sterilisierte Bild von Berggipfeln dar. Du greifst in das Fass und findest seine Armkette. Sie strahlt eine starke Aura der Essenz aus. Voller Erinnerung. Du spürst, wie du in die Erinnerung hineingezogen wirst. In der Erinnerung betrittst du die Fischerei. Die Böden sind sauber gefegt, aber das Holz ist noch immer nass von geschmolzenem Schnee und Fischdarm. Ein Mann hockt in der Ecke. Sein Kopf ist auf die Brust gefallen, als würde er schlafen. Er blickt dich benommen an, als du dich näherst. Es ist Grinde. Sein Gesicht ist jugendlich, aber teigig. Seine Haare hängen in Strähnen herab. Du spürst einen Schub aus Zorn und Mitleid ob des Zustand deines Bruders. Arda. Arda, seine Stimme ist kaum mehr als ein Krächzen. It's past midnight. Es ist nach Mitternacht. Sein Hals schnürt sich zusammen. Grinde wischt sich mit der Hand über die Nase und betrachtet dann die Mischung aus Blut und Puder an seinen Fingern. Er zuckt mit den Achseln. Seine Finger umklammern rauen, dicken Stoff, den besten Wollumhang deines Vaters, den du unter dem Arm trägst. Go to Raid Ceres or Defiance Bay or fucking Erglanfath. I don't care. Geh nach Raid Ceres oder Trutzburg oder nach Erglanfath. Ist mir scheißegal. Du schleuderst es auf den undankbaren Wurm am Boden. Er nimmt den Umhang und blickt ihn mit demselben tumpen Erstaunen an. Er wischt sich die Nase am Futter ab. Eine plötzliche Woge des Zorns lässt seine Glieder schwach und schmerzend zurück. I'll tell them. Mayor Sina healed. The neighbors, everyone. Ich sage es ihnen, Bürgermeister Sinod, den Nachbarn allen. Du presst die Worte durch deine Zähne. Was? About what? Was sagen? Er nuschelt durch einen Morass aus Rotz und Speichel. The stealing. You think I haven't noticed the money missing from the fishery coffers? Or heard Tana talk about losing a golden duke? Bei deinem Diebstahl, glaubst du, ich habe nicht gemerkt, dass Geld aus der Kasse der Fischerei fehlt oder Tena nicht sagen hören, dass sie einen goldenen Duke verloren hat? Du flüsterst selbst, jetzt hast du noch Angst, dass jemand euch hören könnte. Die Worte versengen deine Kehle. You can't be found when there's work to do. But every time those merchant wagons roll into town, you've got coin enough for a few bags of ripple sponge. Wenn es Arbeit gibt, bist du nirgendwo zu sehen, aber kaum rollen die Händler mit ihren Wagen in die Stadt, hast du genügend Gold für ein paar Beutel Rieselschwamm. No, it's not. Grinde blinzt dich an. Nein, das ist nicht. Er reibt sich die roten Augen. Deine Augen werden warm und feucht. Stalwart tolerates your sponge habit, but they won't abide your thieving. Stalwart toleriert deine Schwammsucht, aber deine Stehlerei werden sie nicht dulden. Du berührst deine Armkette, ein Geschenk von deiner Mutter. Du zupfst an den Perlen. You won't. Das wirst du nicht. Er steht auf und steht fester auf den Beinen, als du gedacht hättest.
I will. Doch das werde ich. Du trittst auf ihn zu. Ich wollte Mutter und Vater nicht beschämen, solange sie noch leben, aber ich lasse nicht zu, dass es so weitergeht. Dein Zorn verdrängt auf den letzten Rest deines Mitleids. Zorn, dass er dich in diese Lage bringt, dass an deiner Entschlossenheit zweifelt, dass er nicht erkennt. Du bist so nah, dass du seinen sauren Atem riechen kannst, als er dich schubst. Du fällst zu Boden, du blickst in seine sich weitenden Augen und die Decke über dir dreht sich. Ist das nicht typisch Grinde mit seinen albernen Wuteinfällen? Nie denkt er an jemand anderen als sich selbst. Jetzt würdest du eine Woche lang Kopfschmerzen haben. Aber das zeigt nun mal wieder, dass man manchen Leuten einfach nicht helfen kann. Aber du erinnerst dich an ihn, deinen kleinen Bruder, wie er durch den Schnee rutscht und auf das Eis fällt. Und du rutschst und fällst, hinter dir steht ein Tisch. Aber sollte das nicht... Die Erinnerung endet hier. Du wirst zurück in die Gegenwart gerissen. Dein Herz pocht, deine Handflächen schwitzen. Grinde, die Tür der Fischerei öffnet sich knarzend und Grinde kommt herein. Er blickt dich und die Armkette überraschend zornig an. Aus seinem Gesicht schwindet die Farbe. You take shelter in our village and then ransack it like a common thief. You better explain yourself. Du findest Zuflucht in unserem Dorf und plünderst es dann wie ein gewöhnlicher Dieb. Hoffentlich hast du eine gute Erklärung. Deine Stimme bebt, genau wie seine breiten, starken Schultern. Ich habe mich nur umgesehen. Gavino sagtest, du wärst Riesenschwammsüchtig. Mir scheint, das ist längst nicht alles. Any who put stock in the ravings of that bitter old fool deserve all the trouble they get. Er errötet. Wer etwas auf das wirre Gerede dieses verbitterten alten Narren gibt, der verdient jeden Ärger, den er bekommt. Er hebt die Stimme und wendet sich halb zu der Wache, die bei ihm ist. Du hast deine Schwester getötet, Ada, hier in diesem Raum. Er öffnet den Mund und antwortet. Um zu antworten, doch die Worte bleiben ihm im Hals stecken. Der Wachmann neben ihm starrt auf die Armkette. Als er sie erkennt, weiten sich seine Augen vor Entsetzen. Zauers Kinnlade steht ehrfürchtig offen. Welch großartige Schattierung der Pein. Wie sind wir doch am heutigen Tage gesegnet. Schnell, was können wir tun, um den Schmerz noch zu verschärfen? It was an accident. I was a failure and a wretch then. But I never would have killed anyone. Least of all my own kin. Es war ein Unfall. Ich war damals ein Schuft und ein Versager, aber ich hätte niemals jemanden getötet und gewiss keinen Verwandten. Er blickt zum Boden und richtet seine entschuldigenden Worte an seine eigenen geballten Fäuste. Nichts sagen, zuhören. I gave her body to the lake, but I kept her bracelet to remember the cost of my own weakness. Ich habe ihre Leiche dem See übergeben, aber ihre Armkette habe ich behalten, um mich an den Preis meiner eigenen Schwäche zu erinnern. Er öffnet seine Fäuste und schaut auf die Leere seiner ledrigen Handflächen. I ain't asking for forgiveness. I know I don't deserve any. My penance is my work on behalf of the village. And they need it truly. Ich bitte nicht um Vergebung, ich habe sie nicht verdient. Meine Buße ist es, für das Wohl des Dorfes zu arbeiten, und das Dorf braucht es wirklich. You've seen the shape this place is in. Have mercy on Stalwart, if not on me. Du siehst ja, in welchem Zustand Stalwart ist. Hab Mitleid mit dem Dorf, wenn schon nicht mit mir. Let me do the work Arda would have done. That's my debt to Stalwart. And the only fitting way to honor my sister. Lass mich das Werk verrichten, das Arda verrichtet hätte. Das ist meine Schuld Stalwart gegenüber. Und das einzig die einzig angemessene Möglichkeit, meine Schwester zu ehren. Er blickt zu dir hinauf, die Augen klar und rein. Also gut, hier nimm die Armkette. Das ist nicht deine Entscheidung. Du schuldest es Ada und Stalwart, die Wahrheit über ihren Tod zu beichten. I kept thinking I could get by this way. But I guess you're right. It's time they knew the truth about me. Er seufzt tief. Ich dachte, ich könnte es weiter geheim halten, aber du hast wohl recht. Es ist an der Zeit, dass sie die Wahrheit über mich erfahren. Er wendet sich zum Gehen und wirft einen letzten Blick auf die Fischerei. Gegenstand verloren. Gut. Ist die Quest jetzt schon abgeschlossen? Ich habe mich um Gründe gekümmert. Ich muss Galvino sagen, wie die Dinge ausgegangen sind. Ja, sobald wir wieder zu Galvino gehen. Aber ich würde sagen, ich speichere jetzt dann mal.
Sobald wir geladen haben. Es gibt hier noch ein paar Sachen in Stalwart zu erledigen. Dann muss ich noch meine neue Begleiterin in die Gruppe holen. Ja, ein bisschen was ist zu tun. Das wäre jetzt Let's Play 045. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.